Heute im Interview mit FSV TV Sven Kmetsch, der 14 Jahre lang für Dynamo Dresden gespielt hat, den nächsten Gegner des FSV Frankfurt. Sven, welche Erinnerungen hast du an diese Zeit in Dresden? Ja, du sagtest es ja eben schon, 14 Jahre in Dresden, eine sehr schöne Zeit. Da bin ich 86, damals in der ehemaligen DDR noch hindelegiert worden, aufgrund meiner guten sportlichen und vor allem schulischen Leistung. Und das ist natürlich eine verdammt lange Zeit gewesen. Ich habe da meine Ausbildung gemacht. Ich wurde auch fußballerisch weiterhin sehr gut ausgebildet und habe natürlich da auch viele Freunde und Bekannte noch, die da wohnen geblieben sind. Und von daher freue ich mich schon ungemein auf das Spiel, zumal auch es eine ganz neue Umgebung ist. Das Stadion habe ich selbst noch nie betreten von innen in dem neuen Stadion und von da freue ich mich da. Du sagtest auch eben, du hast viele Freunde und Bekannte noch dort, auf die du dich freust. Auf welches Wiedersehen freust du dich denn am meisten? Ja, natürlich auf meine Familie, die da in der Nähe von Dresden wohnt, die sich da schon angekündigt haben, zum Spiel zu kommen. Und natürlich in erster Linie auf meine Familie, aber noch vom Verein kenne ich zum Beispiel noch den Nico Debritz, mit der jetzige Co-Trainer, mit dem ich selber noch zusammengespielt habe. Und wir werden uns mit Sicherheit über den Weg laufen und das ein oder andere Wort austauschen. Und was erwartest du von dem Spiel in Dresden? Welche Art von Spiel? Wird es ein sehr kämpferisches Spiel oder wie denkst du, dass das Spiel ablaufen wird in Dresden? Ja, aufgrund der Situation von Dynamo, die jetzt in den letzten Spielen nicht so erfolgreich gespielt haben, auswärts und auch zu Hause, wird es natürlich ein verdammt hartes Spiel werden für uns. Die werden ja alles dran setzen, um da endlich den Bock umzustoßen. Aber aufgrund der Tatsache, unsere letzten Ergebnisse bis jetzt, die Ausnahme gegen 60, wo wir dort trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht haben und auch, glaube ich, dominant gespielt haben, werden wir alles dagegen setzen, um da auch zu punkten. Du hast die letzten Ergebnisse erwähnt. Der Start war ja aus Punktesicht sehr gut. Wie nimmt man diesen Start aus Trainersicht wahr? Habt ihr da die gleiche Meinung? War das auch ein sehr guter Start oder hat man da eine andere Sicht auf die Dinge? Nein, natürlich, wenn man das an den Punkten her analysiert, war das natürlich ein sehr, sehr guter Start von uns. Wir sind froh über jeden Punkt, weil nach wie vor gilt für uns das Ziel Klassenerhalt. Wenn man jetzt schon mal die Punkte hat, die der keiner mehr nehmen kann, dann ist das gut, aber nicht beruhigend, weil, wie gesagt, das wird am letzten Spieltag, ist so eine alte Floskel, immer abgerechnet. Und da wollen wir natürlich klar in der Liga bleiben. Und je höher man kommt, umso besser ist es für den Verein, für den Ansehen und auch vielleicht von der finanziellen Seite, weil ich glaube, da wird noch ein bisschen Fernsehgeld ausgeschüttet. Eine letzte Frage noch. Wir haben ja deine Tätigkeit als Spieler erwähnt. Kennt dich ja jeder aus Dresden, aus Hamburg, aus Schalke, von der Nationalmannschaft. Jetzt bist du Co-Trainer beim FSV. Kannst du mal kurz erläutern, was deine Aufgaben als Co-Trainer beinhalten? Ja, in erster Linie natürlich dem Cheftrainer zu assistieren, natürlich die Trainingspläne, die Wochenpläne durchzusprechen, die punktuellen Schwerpunkte auch mit dem Athletiktrainer zu setzen und natürlich auch meine Meinung auch deutlich zu sagen über gewisse taktische oder auch aufstellungstechnische Sachen, die halt vor dem Spiel notwendig sind, die werden halt diskutiert, ganz offen und ehrlich. Letztendlich trifft dann der Trainer die Entscheidung und ich denke mal, das ist eine gute Harmonie dazwischen. Und aufgrund der Erfahrung vom Trainer kann ich natürlich auch unheimlich viel lernen noch für meine weitere Laufbahn, sage ich mal, als Trainer. Und von daher ist das hier schon eine gute Zusammenarbeit. Und vielleicht liegt es ja auch vielleicht ein bisschen daran, dass wir schon 21 Punkte haben. Das hört sich gut an. Vielen Dank fürs Interview, Sven Mensch. Bitte.